Hallo zusammen, ihr schaut euch jetzt eine Aufnahme an von einem ehemaligen Stream. Da bin ich zum allerersten Mal ETCS gefahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wird ein Chaos werden, wie immer. Okay, wir sind drin. Wasawa Grocho. Nächster Halt Zentralna. So, oh, tun wir mal selber fahren. Mal kurz selber auf der Live-Map beobachten. Also Prusco ist gerade noch nicht besetzt. Es ist die erste Playerstation, zu der ich durchfahre. Und das war schon ein Fail. Der Einfahrt mit 40. Ich die schon mal einstellen auf 100. Sehr gut. So, mal gucken, Grazik, Korridor, Skeche, Biana, Raska, Stranski, Zigavizio, Puchner, Pilcevic, Psari, Tunnel. Ja, okay, das ist eigentlich ganz gut. Dann enden wir quasi da, wo wir angefangen haben. Bisschen CMK ballern. Olli, sag's euch, ich habe keine Erfahrung mit ETCS in Simrail. Aber wird schon passen. Ankunft um 18. Sind wir ja perfekt in der Zeit. Am besten keine Zwangse bekommen. Ja, das ist schon mal ganz gut, ne? So, Türen auf. Oh, keiner will einsteigen. Kurz gucken. Also hier war ich auch schon in echt. Und ich sehe gerade einen Fehler. Moin Express. Denn da bei den Zwischenmauern gehen die Treppen wieder nach oben in die Haupthalle. Ab zum Megges. Das Einstellen machst du, glaube ich, nur im Single. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, Simrail hat gerade so seine Momente. Oder wir haben Stromschwankungen, eins von beiden. Weil ich glaube, Simrail hat so seine Momente momentan. Nee. Einmal am Stream und schon geht wieder alles kaputt hier. Geh mal wieder rein.
Das ist nicht ganz so schlimm. Eine Minute noch bis zur Abfahrt und dann EDCS-Spaß. Ja, nicht ganz. Wir müssen noch einmal anhalten. Ein Güterzug im Level 1-Bereich. Also, Yoshi, ich weiß nicht, wie ich ihn danken kann. Das ist so lieb von ihm. Erstmal Beschwerde schreiben, ne? Er denn? So, 10 Sekunden noch. Feuer! So, Abfahrt. Oh, komm schon. Sag mal, möchten Sie abfahren? Jedes Mal. Dankeschön. Bildschirm 2. Den meinst du jetzt? Den da? Oder hier? Also wenn es jetzt richtig ist, sag Bescheid. Mein Kollege. Ja, zweite Seite ist irgendwie so relativ, ne? So, Gas geben. Weg hier. Eigentlich, wo ist Fernlicht? Achso, sieht eigentlich aus. Wagen 4, 5 lösen die Bremsen 30 Sekunden verzögert. Interessant. Lass mal den Screen mal kurz an. So, letzter Halt und dann Highspeed und dann mal schauen, was EDCS so macht.
Wie ist denn das mit der ETCS? Geht der Tempomat mit der ETCS mit? Sprich, ich brauche ihn nicht einstellen und ich fahre nur das, was die ETCS ansagt. Oder muss ich das noch selber machen? Also selber machen. Und achten, dass ich halt nicht über die ETCS-Geschwindigkeit komme. Wie irgendwas bin ich auch noch da. Ja. Was er bei dem Reisebericht von mir gesehen hat, der Bahnhof sieht in der Realität jetzt ganz anders aus. Das ist jetzt hier alles überdacht oder sie sind dabei, das alles zu überdachen. Da hinten ist ein Meckes. Und da hinten haben sie Gleise abgebaut. Die Station sieht jetzt mittlerweile richtig modern aus. Aber aktuell noch mega große Baustelle. Es gibt auch Stellen, wo du nicht anhalten darfst. Inwiefern meinst du das, Corby? Also ich gehe mal davon aus, dass vor allem eine neutrale Zone damit dazu gerechnet wird. Wird ja gleich angezeigt. Okay. So, 10 Sekunden. Und Abfahrt. Na, haben wir grün? Ah, das ist mal der Yoshi. Werden jetzt auch noch grün? Naja. Jetzt. Okay, das ist strange. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Du, bis jetzt eigentlich ganz gut. Wir stehen gerade ein bisschen in Simrail. Das bisschen Gestellwerk, jetzt mal ein bisschen am Fahren, EDCS ausprobieren. Man könnte die Bremsen auch früher lösen. Ja, muss nicht sein, aber könnte man machen. Ah, Prusko, ich werde nicht mehr besetzt. Oh, schade. So, Gas geben. Einmal Vollgas.
können wir echt da schon mal auf 120 hochschießen. Ich weiß, bin so schnell. Aber noch soll's nicht knallen. Find's ja cool, wie sehr da die für Züge und Kopik einsetzen. Ja, das war schon immer meine Leidenschaft, neben der Musik. Hat schon was. Vor allem in 1:1, wenn man da ein bisschen rumspielen kann. Faszination Eisenbahn. Und ich habe mich ja auch schon ein bisschen umgesehen, wirklich mal bei der Eisenbahn einen Job zu kriegen. Neben dem Hobby. Fahrdienstleiter war gerade das erste. Und Fahrdienstleiter im ESTW-Stellwerk. Ich habe es mir angesehen, das sah so unglaublich langweilig aus. Also nichts gegen die Fahrdienstleiter, aber so rein von der Tätigkeit her, nichts für mich. Ich will da irgendwas tun, was drücken, ich will was sehen. Die neuen Stellwerke auf ESTB. Nee. Wo kommt denn der jetzt aber mal her? Okay. Also bis jetzt aus. Wird noch jemand Plusco besetzen? Ich bin STB FDL, das sieht auch nicht nur so aus. Da muss ich kurz bestätigen. Ja, ich meine, Doku, ich habe mir das Stellwerk in Olden angesehen. Ich will mir das mal kurz richtig einstellen hier. Und da haben sie einfach mal kurz gezeigt, wie sie das mit den ganzen Sektoren machen. Also ich glaube, in der Schweiz sind es 4 oder 6 Sektoren, wo sie das auf den Hauptstellwerken aufteilen. Und dann hast du ja da deine ganzen Bahnhöfe oder diese Strecken, die du machst, je nachdem wie es halt aufgeteilt ist. Und da haben sie das vorgeführt, dass einfach die ganzen Fahrstraßen natürlich automatisch laufen. Du hast einen Disponenten, der halt natürlich die Kontrolle über alles noch hat. Dann hast du noch die 2 Personen, die die Fahrgastinformationssachen machen, dass wenn gerade Bahnsteigsänderungen etc. hast, die kümmern sich dann um das oder schauen, dass irgendwie Zugersatzverkehr ist, gerade bei größeren Verspätungen. Und der Fahrdienstleiter selber schaut dann, dass quasi die Automatik richtig läuft. Und erst wenn dann krass die Verspätungen drin sind oder Störungen, gehst du ja in diesen manuellen Betrieb und machst dann die Fahrstraßen, je nachdem, wie es dann halt passt oder beziehungsweise wie der Disponent es halt vorgibt, wo halt dann wo was hinfahrt. Beziehungsweise hast du dann auch noch die Rangierfahrstraßen. Und das fand ich, ich meine, klar ist es herausfordernd, keine Frage. Du musst ja natürlich die ganze Zeit mit dabei sein. Aber ich fand es jetzt nicht so spannend wie zum Beispiel mit dem elektromechanischen, dass du halt wirklich deine, jede Fahrstraße machen musst etc. Klar. Im großen ESTW, wenn du dann so 4, 5, 6 Bahnhöfe hast oder größere Strecke, das schaffst du dann auch nicht ohne die Automatik. Das verstehe ich schon auch. Und warum auch das eingespart hat. Aber das alte, wie zum Beispiel hier jetzt in Polen noch, das wäre so halt eher was für mich. Dass ich so einen kleinen Sektor für mich habe, den steuere ich und sehe meine Züge. Aber ja klar, auch da wird es dann irgendwann aussterben. Aber im ESTW FDL, ich meine, ich würde es mir auch mal den ganzen Tag mal angucken. Ich würde da auch mal anfangen zum Schauen, wie es ist, aber ich weiß nicht, inwiefern mir das Spaß machen würde. Auf Dauer zumindest. Ich meine, erzähl es mal aus deiner Sicht. Und du machst es ja praktisch. Wie ist es so, ESTW FDL zu sein? Wie ist so der Tag? Was passiert so? Was sind so die Actions? Ich erzähle es ja nur von dem, was ich da in einem Schnuppertag mal, oder Schnupperabend besser gesagt, mal gesehen habe.
Sind das die Zeichen, wo ich da wirklich effektiv pfeifen soll? Oh ja, Tatsache. Das ist ja ziemlich straightforward. Kann man den Zoom hier ändern? Oh ja, kann ich. Also, Doku sagt, also bei der DB sind die Funktionen ähnlich, wie du beschrieben hast. Der FDL kümmert sich um die betriebliche Durchführung der Zugfahrten, sprich Züge irgendwie an die passende Stelle zu schicken. Dann gibt es die Disposition, die managen häufig die Reihenfolge der Züge, schnell, vor, langsam, etc. Ja, genau. Und dann hast du ja diesen, ich weiß nicht, ich denke mal davon, dass es bei der DB genau gleich ist, dann hast du diese Dispo-Inseln, also in der Mitte ist irgendwie der Disponent. Dann hast du dann links oder rechts die zwei, drei Fahrdienstleiter, je nachdem, was du für ein Segment hast. Und auf der anderen Seite Leute für die Fahrgastinformation. Ja genau, und dann natürlich die Kollegen, die die Datensysteme überwachen und auch die Ansagen meistens automatisiert verkünden. Ich fand es doch ganz interessant, dass wenn du die Ausbildung dazu machst, oder zumindest als Quereinsteiger, dann gehst du da über alle Bereiche einmal drüber. Also du machst einmal den Dispo mit rein, du machst die Fahrgastbetreuung oder Information und natürlich dann den eigentlichen Fahrdienstleiter, dass du da in die Bereiche eingesetzt werden kannst. So, 200 in 7 Kilometer. Ich habe einfach ein bisschen Angst davor, dass wenn ich sage, okay, ich mache den, warte mal, nee, SBB hat einen eigenen Spot dafür. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Wie, ah genau, es ist nicht der Fahrdienstleiter, den man bei der SBB macht, sondern der Zugverkehrsleiter, der eben die beschriebenen Sachen inkludiert. Ich habe einfach Angst, dass, ja genau, ZVL, dass ich dann einfach nur da sitze und einfach nur die Fahrstraßen halt angucke, dass dann nicht so viel passiert. Ich weiß, das klingt ziemlich abwertend, ich weiß, so ist es nicht gemeint, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich einfach nichts zu tun habe, außer zum Aufpassen. Ich würde irgendwie gern selbst was tun. Ich meine, sie haben sogar ein Bahnhof zeigt, wo du die Drucktasten noch hast, wo du Rangierverkehr hast, wo sie noch zwei FDLs einsetzen. Das ist aber das einzige noch, zumindest in der Region Olten. Und das war's dann auch schon wieder. Ansonsten alles in der Hauptkanzel drin. Oh, da ist jemand drin. Wahnsinn. Ja, also bis jetzt eigentlich straightforward, ne? Mit EDCS.
Ah, jetzt geht's so richtig los. Alles klar. Dann gehen wir rauf auf die 200. Oh, Moment. Das wäre fast schief gegangen. Mainz und Roadie. Mal schauen, also Plan B ist halt immer noch irgendwie ein Stierlokführer irgendwo so privat finanzieren, dass ich da die Ausbildung mache und dann just for fun irgendwo umrangieren. Oder halt wirklich zum TF. Aber wenn, dann halt Teilzeit, wenn es halt irgendwie geht. Hauptberuflich sehe ich es noch nicht so. Auch wenn es mal Spaß machen wird, also vor allem wegen dem Lohn nicht hauptberuflich. Einfach so quasi in der Freizeit, neben einem Hauptberuf, ein bisschen die Lok hier rumfahren. Das wäre schon ein geiler Ausgleich. Vor allem dann siehst du da ein bisschen was. Und Gott, die Schweiz hat so schöne Strecken. Ich bin auch mal überlegen, ob ich von der Schweiz nicht sogar so ein paar Mitfahrvideos mache. Dass man da wirklich ein bisschen die Strecke zeigt, wie es so ist. Könnte man noch vorstellen, dass es vielleicht bei euch noch gut ankommen würde, wenn ich dann solche Videos mache. Da hätte ich ein paar Connections, die mir das vereinfachen würden. GoPro vorne ran in die Lok rein. Und dann Schweizer Panorama. Was hält sie davon? An den 31.36, tut mir leid, die KI macht hier wieder Spielrätzchen. 31.36? Ach, das ist ein Zug, der entgegenkommt. So, no stopping area. Jetzt fährt es sich ernsthaft im Güterzug. Da fährt ein TDE vor mir. Der sieht ganz gut aus, dass ich hinter dem hinterher fahre. Geil. Mein Kollege und tschüss. So, ich lasse euch mal für eine Minute kurz alleine. Lass mal den Zug von der Silber fahren. Kein Blödsinn machen. So, wieder da. Doko, gerade mal eine Frage. So Sachen wie Typ-C-Blockaden,
etc., die sind ja dann bei ESCW de facto ja gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise werden dann vollautomatisch gehandelt mit Vorblocken, Rückblocken etc. Oder wie ist es beim ESCW? Was haben wir hier unten? Alles noch wie gehabt. Ja, also... Ja, da kommt das nächste, da ist keiner drin. Und da kommt Stralski, da ist wieder der Yoshi drin. Achso, es gibt beim SCW noch die Relaisbrücke, da läuft das automatisch. Im Steuerungsbedarf lässt sich dann über das SCW einen Stellbefehl auf die Relaisbrücke schicken. Okay. Ich meine, beim ESDW hast du ja einen ganzen Abschnitt, den du ja dann überhaupt machst. Und klar, beim Schnuppertag haben sie uns gesagt, ja, die Automatik willst du normalerweise nicht ausschalten, weil das kannst du ja sonst nicht handeln, weil der Bereich teilweise zu groß ist. Was ich auch verstehen kann. Aber könntest du, wenn du willst, für, also zum Beispiel nur für einen Bahnhof sagen, okay, ich mache es für den Bahnhof manuell, mache da so die Fahrstraßen, oder gilt es dann immer für den ganzen Sektor, wo du drin bist und sagst, du machst manuell Betrieb? Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, das geht. Du kannst entweder an jedem einzelnen Signal die Zuglenkung ausschalten oder direkt alle Signale des Bahnhofs. Zu manchen Störungen auch vorgeschrieben. Okay, das ist good to know. So, da vorne ist am Blinken. Nicht so geil. Jetzt erst gerade, dass man die Signalaspekte so gar nicht mehr anzeigt. Sag mal,
Hätte er nicht schon längst anfangen müssen? Wieso ist er da immer noch bei 200? Das kann doch nicht richtig sein. Meter dahinter dann auf Null runter. Er müsste mir doch, also, ja, oder habe ich das falsch im Kopf, dass er mir hier den Bereich anzeigt, in welcher Geschwindigkeit ich eigentlich sein sollte? Ich meine, da kommt er jetzt gleich mit. Ja, jetzt. Warum kommt er so spät? Ja, toll. Was war das untere Limit? 20? Na, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, Mann. Ach, weil ich vorher schon unter der Bremskurve war. Okay. Jetzt kann ich wieder auf die 2 warten da hinten. So, komm, löst euch. Dankeschön. So, was sagt er jetzt? 4 Kilometer. Ja komm, dann tun wir es mal ausreizen. Drei SPL-Blöcke. Machen wir mal ganz nach EDCS.
Ja, ich hoffe mal nicht Vollbremse. Aber EDCS hat mir schon Bremsen irgendwie. Ich sehe schon wieder blinken da hinten. Oder nicht mehr. Was ist diese Schutzstrecke überhaupt? Hatte das in der Dragon auch, aber habe keine Ahnung, was da gemeint ist. Ich meine, Schutzstrecke, das ist, glaube ich, immer der Posten, wenn die Transformatorstationen sich wechseln. Also korrigiert mich, wenn die falsch sind. Und da darfst du nicht volle Leistung ziehen. Und da musst du runtergehen. In der Regel, glaube ich, in Polen zumindest sind es unter 400 Ampere, nicht drüber. Gewissen Loks hast du dann Leistungsbegrenzer, den du da anmachen kannst. Da gibt es halt immer noch Gas, aber halt nicht über das, was du drüber gehen solltest. Oder ansonsten auf Null stellen. Das gleiche hast du auch in TD2. In gewissen Szenarien ist genau das simuliert. Da, da ist gelb. Mal gucken. Jetzt. Oder auch nicht mehr. Ach ja, EDCS fahren. Und moin. Ich hab den Namen nicht mehr gesehen. Hey, nochmal gelb. Dann schauen wir mal. Ich mach's mal ganz nach EDCS. Ja, ich bremse ja schon. Oh, fuck. Ja, und da warst du spät. Jo, das war's. Einmal Zwangsbremsung. Ah, ich hab's gewusst. Es war so klar. Da, kriegen wir die zwei auch noch gelöst. Das heißt, bis da vorne hin darf ich mit 20 hingucken. Jetzt komm, löst euch. Boah, das ist aber ein nerviger Bug mit den Bremsen da hinten. Oh, dankeschön. Was fährst du auf 200? Ich habe mir auf EDCS verlassen. Das ist Level 1 hier, ne? Ja, klar. Das heißt, ja genau, das läuft jetzt schön runter auf die 20, bzw. auf die 0. Ah, es ist schön, EDCS fahren.
13, 20, 41. Oh, echt jetzt? Echt jetzt? Es waren 2 km/h zu schnell. Jetzt sind die 2 schon wieder eingebremst. Ja, jetzt kann ich wieder ballern. Moin, Marcel. Oh yeah, Edits erst. Damit werde ich noch Spaß haben. Da hinten in 4 Kilometer schon wieder anhalten. Was ist denn da? Nö, wir sind momentan auf D3, weil D1 ist einfach nur brechend voll. Aber wenn du willst... 41 Freck, was fährt vor mir? Ein Zug. Und was für ein Zug? Der reift im Zug. Benolino. Der unfähig ist. Wow! Wow! Das merke ich mir. Ja, sorry, Pendolino hinter mir. So, komm, auch auf die 120. Ah, 200. Ja, nö, das machen die Leute schon von alleine auf die 1. Es ist Mayhem pur momentan. Ich dachte schon da hinten. Okay. Das kann doch Yoshi sein. Das ist so sein Signature Move. Fünf Minuten Verspätung. Tut mir leid, liebe Passagiere. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ist der TDE schon wieder vor mir? Ich dachte, der ist auf die Seite genommen worden. Yoshi, Statement, was soll das? Ja, EDCS sagten mir freie Fahrt fürs Erste. Hast du den aufs Gegengleis geschickt? Moment, was ist denn die nächste Station? Das war Itzikowice. Nee. Er ist jetzt nicht ernsthaft auf Gegengleis. Also EDCS sagt ja.
hinterfragt's nicht, ich hatte gerade eine Zwangsprovision. Tja, die hatte ich auch. Aber vermutlich aus anderen Gründen. So, according the map, müsste der andere Zug spätestens in der Minute da vorne links auftauchen. Gucken wir mal. So, Itzikovice ist jetzt auch im Vordersteller drin, und zwar der Simon. Mal schauen, was er mit der Situation macht. Wie geil. Da haben wir unseren Güterzug. Ja, Labrador, gute Fahrt, ne? Sehr geil. Okay, Yoshi, bei meiner ersten DCS-Fahrt hatte ich auch eine Zwangsee, weil ich zu nah ans Signal gefahren bin. Bei dem Stop. Ja, also literally meine erste Fahrt mit DCS. Mal was Neues. Aber wir machen das noch auf DE1. Einmal die ganze CMK abfahren. Mal schauen, wie das wird. Ich bin eh auch gespannt, wie der dann der komplette Ausbau aussieht. Also in der Realität. Katowice Warschau. Die ganze Strecke soll ja dann EDCS-fähig werden. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es Level 1 oder 2 sein wird von allem. Und vermutlich eh gemischt sein werden. Aber wie dann das Zugfahren sein wird. Dieses Jahr geht auf jeden Fall noch mal runter. Ich möchte mal rund um Katowice noch ein bisschen ein paar Fotos machen. Und dann, wenn es ausgeht, noch bevor Simrad es macht, die Strecke Krakau-Tunnel dann abfotografieren. Per Reality-Check. Ich glaube, der Reality-Check, der ist ganz gut angekommen auf YouTube, was ich den Vergleich gemacht habe. Vor allem mit Trabova Granica hat es ein paar Leute getriggert, dass es da einen neuen Bahnsteig gibt. Wie war's, was? Die Karte checken. Sieht alles gut aus. Also insofern getriggert, dass die Leute gesagt haben, ja, in Simrad hätten wir auch gern den zusätzlichen Bahnsteig in der Boba Gonica. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so vielen gar nicht bekannt. Ich glaube, wenn du dich mit der Materie nicht befasst. Naja, shit, jetzt habe ich das verkackt. Ja, bestätigen. Scheiße, da muss ich mich bremsen. Ja, ja, ich bremse schon mit.
Ah, schuh. Ich fahr lieber selber. EDCS, okay. Ich will nochmal 160 hier einstellen. Ich weiß, immer diese Automatikfahrer. Gemein mit dem ECS, da kann ich gar nicht mehr raus. Wo es bestimmt ein paar Leute sagen, ja gut so. Oh, das... Ah, ne. Ich wollte gerade schon sagen, das gleiche könnte mir in Gora passieren. Also wird's auch, wenn ich den richtigen Zug habe. Aber durch Gora fahren wir gar nicht, wir werden bei Psani abbiegen. Hier einfach ETCS ausschalten. So, gleich wieder Vollgas. Ja, dann Maximum Speed, was gerade geht. Mit 160 nach Pocno-Polutny, da haben wir dann den Big Boy 123 drin als Fahrdienstleiter. Ab Bocken und Blüten, ja, passt. So, ich kümmere Yoshi zu dem Lokführer für die nächsten 2 Minuten. Ich muss mal ganz kurz wohin. Yoshi, mach keinen Blödsinn mit dem Zug. Ich bin gleich wieder da.
Sodale, ich übernehme mal wieder. Lokführer Yoshi, habe ich irgendwas verpasst? Aufregendes passiert? Oder alles wie immer? Dacht schon, da hinten ist wieder rumblinken. So, ja, was denn? Wow, nix. So, da wären wir am Fall. Das ist der Big Boy 123. Wollen wir grüßen? Danke für die Durchfahrt. Ich wünsche noch eine gute Schicht, falls du zuhörst. Reisen 41, eine gute Weiterfahrt. Einen schönen Abend. Jo, danke. Ich wünsche noch eine gute Schicht. Vielen Dank. Community, wie sieht's denn momentan aus auf DG1? Immer noch alles voll oder wird man sich da mal wieder hintrauen? Moin Flo! Was ich erwarte, es ist genau der Stellwerk frei, wo ich gerne rennen möchte. Und auch ein geiler ET22-Zug auf DE1. Ich habe mittlerweile Vinylplatten, aber kein Plattenspieler. Das ist ein Problem. Unbedingt Plattenspieler besorgen. Aber am besten nicht den allerbilligsten, damit die Platten nicht kaputt gehen. Ich sag's dir, in der neuen Bude habe ich den Plattenspieler noch nicht einmal aufgebaut, seit einem Jahr. Das muss ich noch machen. Beziehungsweise ich brauche mal irgendwie einen Platz, wo ich den hinstellen kann. Und die Platten. Aber CD ist nicht das gleiche wie auf einer Platte abspielen. Das ist ein ganz anderes Flair. Aber over the top, ich hätte noch gern so ein Wheel-to-Wheel-Abspieler. Es sieht optisch noch ein bisschen geiler aus wie Platten. Aber so ein Setup kostet einfach noch so viel mehr. So, 7 Kilometer noch. Ich habe eine Frage. Kann jemand von den Leuten, die gerade zugucken, einen Zug zwischen Katowice und, sagen wir mal, Gora irgendwie reservieren oder reingehen? Und dann fahren wir mit dem Zug dann auf DE1, also sprich, ihr geht's rein, sagt's, der wäre ready, und dann machen wir einen Wechsel. Oder einen ähnlichen ET22-Zug in dem Part. Kilometer noch, wir haben freie Fahrt. Wo ist meine Map hier? Simrail Map.
Ja, alles frei. Der Polska Gamer kommt als nächstes. Ich bin allgemein so unterwegs. Big Boy, Simeon, Labrador, Simon, Yoshi, X-Fire. Ja, schon ein paar Leute unterwegs hier. Die CH-Lokführerin 1343. Sprache Englisch. Warum Englisch? Interessant. Boah, nach wie vor. Immer noch. Ich wünsche noch eine gute Schicht. Danke, schöne Weiterfahrt. Der Trainspotter. Schön. Oh, könnt ihr euch noch erinnern? Ganz am Anfang von Simray. Ich glaube, war das vor Go oder vor Psari? Ich weiß es nicht mehr. Wo wir auf der CMK aufgehalten worden sind. Wo der auf der Seite gestanden ist, oder war das eine Störung oder irgendwas mit Fotospot? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls der Vorderseite stand auf der Seite, wir mussten anhalten. Und dann ging es erst weiter. Das war so, glaube ich, in der Beta-Phase noch. In den allerersten Simrace-Streams kommt es vor. Aber wenn ihr so richtig Spaß haben wollt, schaut euch wirklich die allerersten Simrace-Folgen an von mir, abgesehen vom Tutorial. Das war Chaos pur. Ja, genau, die Zollkontrolle, Yoshi. Ja. So, schauen wir vor uns. Nächste Station ist Ostromovice. Ist die KI drin? Soweit alles gut. Dann KI und dann haben wir Roskona Polnok. Da haben wir wieder unseren Ehrenmal drin, der Yoshi. Oder was ich auch nie vergessen werde, das war diese Derailment-Geschichte in Zabirci. Ich glaube, das war sogar auf DE1, wo wir diesen Güterzug da aus Versehen entgleist haben und die Wagen da so vor sich hin rumgesponnen haben und die anderen Züge da einfach durchgejagt sind. Das war geil. Ich habe leider damals die auch immer viel zu spät gestartet. Aber teils sieht man noch so als Special. Ach ja, Simray. Was waren denn eure witzigsten Momente so in Simray bisher?
Soll ich mir mal trauen, mal durchzugehen? Also vor mir ist theoretisch kein Zug. Also schon, aber nicht in der Umgebung. Ich schau mal, ob ich es aufs andere Zugende schaffe. Ohne dass was Doofes passiert. Einfach nur just for fun. Ist jetzt schon wieder der Dark Mode an, ne? Ich hab's fast geschafft. Ja, damit herzlich willkommen im anderen Führerstand. Oh Mann. Das ist doof, aber es hat funktioniert. Ich bin gerade noch froh, dass mir das Stellwerk dort irgendwie einen Blödsinn reingemacht hat. Beziehungsweise komme ich mit 1 wieder vorne rein. Nein, scheiße! Ich will wieder hinten! Okay, ich darf nach vorne laufen. Beziehungsweise ich darf weiter nach vorne laufen, damit es mit der 1 funktioniert. Ich bin ja so kein Fan von dem Zug. In echt. Vor allem nicht von der SBB-Variante. Das ist einfach so wenig Platz hier drin. Da sind wir in der Schweiz wirklich verwohnt mit den Doppelstockwagen. Ja, wenn der Lokführer durch den Zug läuft, ja. Jetzt müsste es also richtig schön langsam machen und mal winken. Ja, der Zug fährt gerade autonom. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Was? Das Def-Menü geht hier auf? Ja gut, mit dem Menü kann ich nicht sehr viel noch anmachen. Aber interessant. So. Ich werde mal ganz kurz mein Headset wechseln, weil die Batterien leer sind. Ich bin gleich wieder bei euch. Und schon bin ich wieder da. Ja, bist du morgen auch in Simrail? Ah, ich will es nicht versprechen. Also vermutlich werde ich unterwegs sein. Aber ob es dann live sein wird, weiß ich noch nicht. Eventuell werde ich morgen dann mal TD2 streamen und dann Stellwerken. Und dann mal wirklich echtes Stellwerken machen. Also in Anführungszeichen echtes Stellwerken. Aber ein bisschen realitätsnah als wie Simrail. Ich habe ja da Bock auf das Ernste. Ja, was ist da eh?
TD2. Ich meine, TD2 ist einfach viel realistischer. Und hat auch geilere Stellwerke, wo man viel mehr machen kann. Und man ist auch als Fallensleiter nicht so beschnitten mit dem, was man machen kann. Und da hat es doch dann auch echte Störungen, wenn man sie denn anmacht. Aber nur mal so ein Fall, TD2. Würdet ihr sagen, soll ich TD2 SCS machen, SBK oder komplett mechanisch? Irgendwas Großes. Ja, die zwei sind auch ähnlich, weil es geht ja beides um die polnische Eisenbahn. Aber Simmel ist einfach wesentlich casualer unterwegs. Also, hinter TD2 ist ja auch ein Verein und die versuchen ja wirklich, die polnische Eisenbahn so realistisch wie möglich darzustellen. Entsprechend streng sind sie auch. Simmel hat halt mit der PKW angefangen, aber es ist halt nicht so streng. Da kannst du casual fahren, da kannst du rausgehen etc. Die zwei sind schwer zu vergleichen. Oha. Vielen lieben Dank, Tobias. Schön willkommen im Club. Schön bist du mit dabei. Ich sag mal so, wenn du TD2 kennst, dann bist du in Simmel sofort mit drin. Und umgekehrt, klar, wenn du Simmel soweit mal Fuß hast, hast du auch natürlich bessere Chancen in TD2, aber für TD2 muss man sich wesentlich mehr mit den Regeln auseinandersetzen, als mit Simmel, also gerade auch mit den Vorschriften und schriftlichen Befehlen etc. Genau das hast du jetzt immer nicht, aber in TD2 schon, je nach Situation. TD2, also Train Driver 2. Da gibt es diverse Videos auf meinem Kanal, auf YouTube. Da kannst du das mal ein bisschen angucken. Da hat es auch entsprechende Tutorials, die unbedingt anschauen, bevor du TD2 Multiplayer machst. Weil wenn du da abkackst, dann bist du ganz schnell wieder weg bei TD2. Also die Lernkurve ist da ziemlich steil. War auch für mich damals nicht so einfach, als ich mit TD2 angefangen habe, aber Gott sei Dank hatte ich da ein paar Leute, die es dann gezeigt haben, wie die Sachen funktionieren. Und dann bin ich reingekommen und entsprechend habe ich dann auch die Tutorials gemacht, damit auch andere etwas besser reinkommen. Ist zwar immer noch nicht perfekt, aber besser als gar nichts. Gerade als Fahrdienstleiter gibt es so viele Spezialitäten, auf die man achten muss. Aber Tipp Nummer 1, egal wo, lasst euch niemals stressen. Ich glaube, in den nächsten 2-3 Tagen müsste eh auch ein Video rauskommen von Train Driver 2 mit der KDR-Zreu. Ein größeres mechanisches Stellwerk. Schön zu spielen.
Und da bin ich etwas länger unterwegs gewesen. Da habe ich schon mal Bock, vielleicht mal wieder einen Livestream zu machen. Da hast du zweigleisige Strecke und noch einen eingleisigen. Plus noch ja, so einen Semi-Industrieanschluss. Macht Spaß. Oder 8 Kilometer noch bis Polnok. Jawohl, Woche. Training im Spotter, ich wünsche eine gute Nacht. Schön warst du da. Mal kurz gucken, wie schaut es denn aus bei PD2? Da haben wir Stand jetzt aktuell 29 Stationen, 34 Züge. Ganz normaler Durchschnitt, würde ich sagen. Da blinkt's. Was soll denn das? Nee, es blinkt nicht mehr. Ist da was vor mir? Da war was vor mir. Aber das sieht noch durchrauschen aus. Jo. Einmal auf die Seite genommen. Sehr schön. Oh, da kommt ein super Knapoker. Kriegt der seine Ausfahrt? Dürfe nicht, weil da kommt noch der 3140 von der Gegenseite. Ja, Yoshi Move. So muss das. Stimmt ja, ich darf ja da hinten 200 fahren. Was sich gar nicht rentiert. Alpsari. Ah, wisst ihr was? Epomade aus. Selber vorhin angesagt. Yoshi, vielen Dank für den Service. Immer dankt. Nice. So, Vollgas. Im Moment zumindestens.
Machen wir Psali besetzt. Und da kommt's wieder. Hallo LECS. Moin sehen. Und wer war das? So, der Papa Charlie. Nächste Saison, Psari. Das wird jetzt gleich spannend. Mal gerade direkt die Durchfahrt kriegen. Auf die Strecke nach links unten. Das war der Patrick, der vorbeigerauscht ist. Ich wünsche noch... Moment mal, stimmt das? Doch, müsste Patrick gewesen sein. Gib mir das Live-Map. Da kommt er schon mit 100. In 2 Kilometer. Die untere gelbe Linie, ist es dann quasi der Anfang von der Bremskurve oder was sagt die untere Linie? Na, das kann nicht der Anfang sein, oder? Der Anfang von 200, ab jetzt! Okay, ich muss mehr reinbremsen. Ja, Schutzstrecke, das ist eben, wenn der Übergang von 2 Transformatorenstationen ist, meinte ich. Dass du da halt wirklich nicht voll Saft geben kannst. Och, da steht mich runter. Okay. Da kommt anhalten 4 Kilometer. Bremskurve richtet sich an die Geschwindigkeit.
So much more progress in Syria now. Finally hit it zuerst in Pendolino. Yeah. Moin, den Fallenslider. Vielen Dank fürs Zustellen. Die Firma dankt. Yes, hat sich aktualisiert. Kann ich Gas geben. Irgendwelche Spezialitäten, 120, ja gut. Ja, eine Teilstrecke da unten ist, glaube ich, auch nur EDCS Level 1, oder? Level 2 ist, glaube ich, nur oben bei Warschau. Oder bin ich da falsch? Okay, Warschau bis Grodzik und Polnok bis zu Vici ist Level 2. Good to know. Sag mal. So, der nächste Kollege, aber das ist KI. Und auf dieser Strecke gab es mal einen sehr schlimmen Unfall. Passiert durch Gegengleisfahrt von zwei Stellwerken aus. Beziehungsweise das ein Stellwerk hat es falsch signalisiert gehabt. Na, gar nicht wahr. Das Stellwerk hat es richtig signalisiert, aber der Lokführer hat es nicht richtig interpretiert. So, da haben wir hier Sprova. Da haben wir Spieler drin. Geil. Kotzler und Tunnel. Nice. Pedal to the metal. Das meldet sich bei W28, letztes SPR-Signal, Beginn von Schutzstrecken und wenn du das Makro verwenden sollst. Ja, das macht doch Sinn, ich meine, er zeigt es doch dahin an. Wo ich
drei Viertel davon in der letzten Zeit ignoriert habe. Also gerade das mit dem Mikrofon und Schutzschrecken. My fault. Wobei, ich würde es gar nicht mal so doof finden, wenn sie mal die Schutzstrecken simulieren würden. Dass es da den Hauptschalter knallt. Wenn du nicht richtig durchfährst. Also bei TD2 habe ich es mir mittlerweile angewohnt, dass ich entsprechend reagiere, wenn die Schutzstrecke kommt. Bei Simulator bin ich tatsächlich zu faul. Wobei, das war auch gestern ein bisschen gemein mit der ED22, ne? Gerade beim Berg, wenn sie da den Hauptschalter knallt und dann kommst du nicht weg. Und vielleicht noch übersiehst, dass die Bremsen nur teilweise angelegt sind. Ist ein Bravura-Moment. Warum geht's nicht weiter? Haben sie schon die Bremsen überprüft? Ach Mann. Ich bin so ein Chaos-Lübe. So. Schutzstrecke. Aber ich glaube, der Button macht überhaupt gar nichts. Ich meine, es verändert sich überhaupt gar nichts. Die Leistung geht nicht runter. Jetzt Mikrofon. Spielsound ist gerade zu laut. Ich habe gar nichts verändert. Moment. Eins, zwei, drei. Was ist los? Ich hab's mal ein bisschen runtergedreht. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen hier bei... Oh, fuck. Oh, da passe ich einmal nicht auf. Zwangsbremsung Nummer 2. Herzlich willkommen. Schön war's. Yoshi, ich hasse dich. Immerhin. Es bleibt der Rot. Geil. This bike does exist to prevent you from spat and hitting another train. True that, true that. Ah ja. Aber, ja, EDCS hat funktioniert. Zwangsbremsung. Bitte gerne vorwärts. Ich frage mich nur, warum ich rot habe. Was ist da vor mir?
Güterzug vor mir. Wäre der Gegengleis oder? Was ist da los? Ja gut, dann würde ich mal sagen, Zwangspeise für uns. Erstmal keine Weiterfahrt. Ich glaube, ich will mir das mal kurz ansehen, wie er den Bahnübergang zumacht. Also ich sehe den TDE auf der Karte vor mir, das ist der Schrottgamer, der ist mit knapp 100 km/h unterwegs. Wo ist die Schranke? Ach da. Ja, wobei ich würde sagen, ich stelle mich mal so hin. Da könnte ich doch einfach mal durchrutschen hier. Naja, aber so ist. Okay, ich bin in einem Moment wieder da. Macht's bitte keinen Blödsinn hier. Also alles so lassen, wie es ist. So, da bin ich wieder. Schranken ist immer noch offen und ich kann immer noch nicht fahren. Was ist da los? Ja, hallo. Oh nee, sag mir nicht. Okay, es ist kein Despawn hier. Ich fahre mal kurz den 412038 an. Was der so macht. 412038, mit welcher Geschwindigkeit sind Sie gerade unterwegs? Gibt's die 40.
Nee, ich muss ja nicht unbedingt drüber fahren hier. Ich meine, das ist offiziell ein FDL-Posten hier. Ein ziemlich kleiner. Schau mal die Live-Map neu laden. Mal gucken. Also es ist ein Zug vor mir mit 93 km/h. Der sich nicht bewegt. Irgendwas ist doch fishy. Hier 12.038, kannst du mich hören? Kommt dort auch nicht mal eine Reaktion im Chat. Und jetzt ist die KI drin in dem Zug. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Oh je, auf unserem Discord-Server gibt es wieder mal geile Bilder. Die Notfalltechnik von der DB hat einen Unfall gebaut. Ich kann es euch leider gerade nicht zeigen, aber es sieht spannend aus. Und da kommt der Zug endlich. Und ratet mal, wer in dem Zug drin ist. Unser Ehrenmann. Der Yoshi. Moin sehen. So, wieder freimachen. Wenn noch mal ankommen, da unten in den Tunnel. Die letzten zwei. Ist es seit Anfang an bekannt, dass 4 und 5 da so lang brauchen, bis es gelöst ist? So, Vollgas. Ach nee, ich darf nicht. Weil EDCS. EDCS Level 1. Jetzt darf ich. ...16 km bis zum nächsten Rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Ohne abgeben.
So, neuer Radiokanal. Mal kurz testen. Das war Kanal 4. Ja, genau. Radiokanal 4, Radio Check. 1941 Check. Wunderbar, hat funktioniert. So, 800 Meter noch. Ja, aber so overall würde ich sagen, war es eine erfolgreiche Fahrt. Man ist noch nicht ganz vorbei, aber ich gehe nicht davon aus, dass da noch irgendwas Spezielles passiert. Aber nach Tunnel gucken wir mal, was auf D1 noch so abgeht. Eventuell machen wir da noch was. Was ist denn der nächste FDL für uns? Der nächste FDL ist Life to Head. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Life to Head. Kommt wieder was Neutrales auf uns zu. Weißt du eigentlich den ersten Fehler, wenn du so eine Non-Stopping-Area wirklich mal anhältst? Irgendeine Störung oder so? So, jetzt sind wir gleich da, 5 Kilometer noch. Geschwindigkeit, okay. Aber vor Tunnel müssen wir ja jeden Fall mal runter. So, bleibt da wohl incoming.
So, das ist jetzt die letzte Kurve vor Kotzlow, so. Ohne halt durch. Und fahren dann über die Strecke von Setsko, glaube ich, heißt es, oder Setsitsko. Tupi an. Finger wetten, aber. Okay. Man, fuck! Ich hab's übersehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Ah, da schaue ich einmal in den Chat rein. Komm, 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 komm. Sei wieder happy mit mir. Ja, einmal voll abgebremst. Ach, Mann. Ich hab nicht aufgepasst, wie immer. Dank EDCS. Hat mich gerettet. Ach Mann, ey. Oh, die scheiß zwei Wagen. Könnt ihr euch mal bitte lösen? Danke. Es ist peinlich, komm. Ich will Gas geben. Oh Mann. Bitte, danke, jetzt. Okay, jetzt. Dann können wir hier mal runtergehen auf 125. So, hat niemand gesehen. Weil ich langsam vorstelle. Oh verdammt, das hat jemand gesehen. Ja, gut. Wir schweigen darüber. Hier sind noch 100 angesagt. Gleich 120, zumindest für den Moment. Und dann werden wir auch schon in den Tunnel. Der Tunnel. Und da haben wir den Finn drin. Moin Theo. Kilometer und dann endlich geschafft. Oh je, 15 Minuten Verspätung. Jetzt wäre es natürlich schon geil, wenn man nach Krakau runterfahren könnte. Irgendwann mal das Jahr mit dem DLC. Also ich persönlich rechne mal so mit späten Sommer. Dass es kommen wird.
Was meint ihr? Wird die Dampflok auch wieder so ein DLC werden oder wird es mit einem Update kommen? Ich meine, initial angekündigt hatten sie es ja ohne DLC, sondern einfach nur gesagt, ja, Dampflok kommt. Was sagt so euer Bauchgefühl dazu? Ja, ja, schon, die kommt, aber eben als DLC oder wird es ein Update werden? Ben, ich wünsche dir noch eine gute Schicht, falls du zuschauen solltest. Danke für den guten Service. So, das war's. Wie schauen wir denn aus? 6731 Erfahrungspunkte. Zurückbauenergie 374 Kilowattstunden, Verbrauch 2711. Naja, 13,8%. Rein so als Funsies, schauen wir mal, was die einzumacht. Ja, die Stats sind schon mal nicht so geil. Probier's mal als Lokführer. Ja. Der ist gerade Tunnel Katowice KTC. Jetzt fährt er langsam herunter. Nee, das fahre ich auch nicht. Vor allem seit der Stellwerk. Oh, Hutte Katowice. Aber Hutte Katowice ist langweilig. Naja, was soll's. Gehen wir da mal rein. Also für Hutter Katowice und für, wie heißt eine Station, das so wie Kasimirz, habe ich gerade heute die Aufnahme gemacht, Vorstellung Stellwerk, und habe noch überlegt, ob ich es dann für Pokobo noch mache, Pokobo dann doch nicht, aber die Hutter Katowice, oh, jetzt ist Zapkowice gerade frei geworden, oder auch nicht. Es ist die 1, da geht alles ziemlich schnell. Ach, was soll's? So, da war mein Stellwerk. Nur, dass meinem Stellwerk was fehlt. Es wird mich wieder rauskicken. Ja, da muss ich gar nicht warten.
Das ist gerade so ein D1-Moment, wenn so viele Leute das gleiche Stellwerk anwählen, kommst du rein, lädst nur zur Hälfte und dann war's das schon wieder. D1. Ja, Polutnie. Lazy LA. Auch nicht wirklich. Jetzt mal kurz schauen. Polutni, Verkehr. Nö. Und da passiert einfach auch nicht sehr viel. Leute, ich würde sagen, für heute machen wir erstmal Schluss. Ich meine, Stellwerktechnisch ist da nichts Spannendes unterwegs. Auf D1. Wir könnten auf D3 gehen, da habe ich jetzt schon was, aber ich würde, wenn, dann gern auf D3 was machen. Und Zugfahren haben wir jetzt schon gemacht. Also Tunnel der Express mit EDCS. Ich glaube, das ist ganz gut. Und morgen denke ich mal ziemlich sicher TD2. Und am Sonntag, wenn ich richtig gut drauf bin, nochmal Simway. Bin gerade irgendwie so in Livestream-Phase. Ich wünsche euch was. Macht es gut und macht es keinen Unfug. Das war's hier mit mir. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.